Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play. Heute spielen wir für euch mit Stofffigürchen, Strickfiguren, denn das neue LittleBigPlanet Teil 3 ist mittlerweile raus und der Mac hat sich das Ding mal ganz besonders genau angeguckt. Genau, wir sind bei Teil 3 angekommen. Teil 1 und 2 waren noch auf der PS3, jetzt der Sprung auf die PS4. Es hat sich nicht ganz so viel getan, aber für LittleBigPlanet schon. Also insgesamt ist es noch immer ein Jump'n'Run, ganz klar, für Familien ausgelegt, für alle Altersklassen. Man hüpft mit Sackboy durch die Gegend, aber es gibt drei neue Figuren und spielbare Charaktere. Wir sind jetzt hier ganz normal in der Zentrale, wie man das halt kennt. Unsere Sackboys, lustig verkleidet oder auch nicht, laufen durch die Gegend. Und wir springen jetzt einfach mal direkt ins Spiel, ins Abenteuer. Das ist klar aufgebaut wieder auf so einem Planeten. Hier gibt es verschiedene Kapitel. Ich habe jetzt einfach schon mal bis Kapitel 3 gespielt, um alle Charaktere halt freizuschalten. Die sind jetzt so aufgebaut, man hat ein Hauptlevel und aus diesem Hauptlevel kann man in die ganzen Unterlevel springen. Es gibt halt verschiedene Sidequests und die werden dann hier auf der Karte auch freigeschaltet, aber es ist halt spannender eigentlich durch die Gegend zu rennen und dann ins Level zu springen. So, ich würde jetzt sagen, wir springen einfach mal direkt in ein Level mit einem neuen Charakter, mit Swoop. Das ist ein kleiner Vogel, der logischerweise fliegen kann. Das konnte man vorher natürlich nicht. In LittleBigPlanet 1 und 2 gab es halt nur Sackboy. Jetzt gibt es noch Toggle. Das ist so ein starker Riese, der ist halt langsam. Der kann sich aber in so einen kleinen Winzling verwandeln und wird dadurch schneller. Und es gibt noch Oddsock. Das ist so eine Art Hund. Der kann halt an Wänden hochlaufen und Wandsprünge machen und sowas. Ja, hier sieht man schon eine Besonderheit, die ich immer, also war für mich immer schon eigentlich das Beste an LittleBigPlanet, war das einfach diese verrückte Optik und das ganze Level bewegt sich. Das gefällt mir ganz gut. Ansonsten muss ich ja gestehen, bin ich gar nicht so sehr der große LittleBigPlanet-Fan. Was machen wir mit R1? Genau, mit R1 machen wir einen Sturzflug. Ah. Ja, da müssen wir kurz hier oben an den Schalter, um dann schnell genug hier unten lang zu fliegen, um. Ah. Genau, das war halt immer bei LittleBigPlanet das Schönste, so dieser Stil, dieses kreative Gebaute aus Spielzeugen und verschiedenen Materialien und so. Ja. Und das haben die halt komplett beibehalten. Es gibt natürlich den Level-Editor, der ist halt noch umfangreicher als vorher. Man kann unendlich viele Minispiele bauen, entwickeln. Das ist echt unfassbar, was man alles in dem Spiel machen kann. Genau, und typischerweise sammelt man noch hier Sticker ein. Ja, das sind so die einzigen Collectibles quasi, die es gibt in LittleBigPlanet. Genau, also Sticker und halt Kostüme. Oh, jetzt bin genau, ich. mit den Stickern schaltet man halt neue Sachen für den Editor frei oder für die Level. Es gibt halt auch so kleine Elemente, da muss man Sticker draufpacken. Kennt man aus den ersten beiden Ja, Teilen, richtig. damit man halt neue Sachen freischaltet. Wo bin ich denn jetzt, Alter? Da bist du. Du warst gerade tot und dann kommst du natürlich beim nächsten Checkpoint. Genau, jetzt ein bisschen zur Story. Hier im Hintergrund, das ist der Newton, der böse Newton, dem man ganz am Anfang, geh mal kurz da weg, dem man ganz am Anfang hilft, die Welt zu retten von Bankem, weil die Kreativität gefangen werden soll. Und dann entpuppt sich das so, dass er der Böse ist, der die Kreativität haben möchte. Und um ihn aufzuhalten, muss man die drei Helden von Bankem befreien, sprich Swoop, Toggle und Oddsock, weil das sind die einzigen, die helfen können. Genau, und das ist so die Geschichte des Spiels. Ist halt ganz Ich nett bin wieder gemacht, tot. immer wieder mit kleinen Cutscenes und auch ein paar Endgegnern. Ja, und die Level sind halt Verrückt. unfassbar umfangreich und auf ganz vielen Ebenen funktioniert das Spiel. Die Elemente bewegen sich dauernd. Man muss aufpassen, zum Beispiel hier jetzt bei Swoop, das ist halt, da darf man nie den Rand berühren, hier bei den Elektrosachen. Ja, jetzt wird es hier, Oh, ah, jetzt bin ja. ich hängen geblieben. Nee, weil, ja, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ach ja. Oh nein, jetzt hat man viel, was ich fest. Kann man sich noch, also das war ja immer mein Highlight tatsächlich bei LittleBigPlanet, weil es auch eben ein typisches Couch-Game war, gerade im Co-op, also im Co-op, also halt mit mehreren Leuten auf der Couch. Gibt es noch die Möglichkeit, sich gegenseitig mit Pfannen überzubraten? Das war ja für mich immer das Highlight. Ja, das gibt es natürlich auch noch. Es gibt sogar noch mehr als nur Pfannen. Aber wahrscheinlich jetzt nicht mit dem Vogel hier, oder? Nee, mit Swoop nicht. Das kann man dann mit Sackboy machen. Hm. Es gibt halt auch wie gewohnt die ganzen Zweier- oder Vierer-Herausforderungen, die man nur mit mehreren bestreiten kann. Ja. Lass mal los.
Ah, verstanden. Warten wir, lass mal kurz hier hoch. Hier, das ist zum Beispiel so eine Zwei-Mann-Herausforderung. Hier vorne ist das Schild. Und du musst durch. Oder ich mach durch. Genau, du fliegst mal durch. Und jetzt musst du den da hinten hochheben, damit die Sticker rauskommen. Crazy. Ja. So. Genau, das sind halt so Sachen, die kann man nur mit mehreren schaffen. Das wird ja auch angezeigt, das haben genau, wir natürlich das ganz wird immer angezeigt. Es gibt auch Level, die kann man nur komplett nur zu zweit oder mit mehreren spielen. Und wenn man's... Aber man hat aber auch die Möglichkeit, die Kampagne jetzt nicht auf der Couch nur durchzuspielen mit mehreren, sondern auch online wahrscheinlich. Genau, man kann online mit anderen spielen. Es wird, also das kann man vorher entscheiden. Man kann sich vor jedem Level anzeigen lassen. Wenn zufällig irgendein anderer Spieler auf der Welt in diesem Level ist, kann man dem beitreten, wenn er es denn zulässt. Und so kann man echt mit jedem spielen, man kann jedes Level locker mit mehreren spielen, weil immer ist irgendwer online. Mhm. Also das ist schon eine super Sache, schon immer gewesen bei Little Big Planet. Ist halt wirklich ein Community-Spiel. Ja. Es gibt ja auch eine riesen Fanbase bei Little Big Planet. Was ich auch immer ganz cool fand, ist halt die Tatsache, es gibt tatsächlich Leute, die haben sich mit diesem Map-Karten-Editor tatsächlich schon Ego-Shooter. Und ich habe letztens einen gesehen, der hat tatsächlich mit, ich glaube, das war aber noch der Editor von Little Big Planet 2, der hat komplett Final Fantasy VII nachgebaut, das komplette Spiel. Ja, das ist war auch schon immer mit das Beeindruckendste bei Little Big Planet, was die Leute aus der Community halt machen, was die alles hinkriegen. Das komplette Spiel ist halt mit Sachen gebaut, also hier von den Entwicklern, die man auch freischaltet, logischerweise, die man im Editor benutzen kann. Und aus den Sachen bauen die Leute komplett neue Spiele. Das ist total beeindruckend, was man nicht alles machen kann. Mit den paar Sachen. Jetzt war ich ein bisschen zu langsam. Jetzt bin ich natürlich hier vorne wieder. Ja, jetzt aber. Oh, wo muss ich hin? Oh, so. Gut, dann wurden wir anscheinend noch getroffen, beide. Ja, das war ein Level mit Su. Es gibt halt noch ganz viele andere Level, aber die dauern halt alle pro Level circa 5 bis 10 Minuten und es wäre halt zu viel, das jetzt alles zu zeigen. Wir könnten mal einen online schauen, in so ein Community-Level eben einen Blick reinwerfen und mal schauen einfach, man kann die halt auch bewerten, das ist halt auch so eine Sache, die ganz, ganz genial ist. Ihr könnt theoretisch Karten erstellen, stellt ihr die Community zur Verfügung und die können eure Karten oder Maps oder Level halt bewerten und dann gibt es auch so eine Rangliste und meistens werden dann immer die schönsten und besten in irgendeiner Form ausgezeichnet oder stehen halt ganz oben. Ja, wir sind wieder im Hauptmenü und ich sehe links irgendwie neue Puppet-Rätsel. Genau. Was ist links, das sind Puppet-Rätsel, das sind halt ganz normale Level. Nur, dass man anhand des Puppets, das ist dieses Ding, womit man die Sticker und Dekorationen irgendwo dran pappt oder wegnehmen kann. Und damit löst man dann halt Rätsel. Da muss man durch die Level gehen und Sachen nach vorne ziehen, nach hinten ziehen, drehen, groß, klein machen und sowas. Sind ganz nett, bis jetzt aber noch nicht so überragend. Jetzt Community, halt das Herzstück von Little Big Planet. Die Level, die jeder erstellen kann und hochladen kann. Und man hat halt Kategorien, neueste Level, beliebteste, die meisten Herzen, die besten Bewertungen, am häufigsten gespielt. Little Big Planet Street Fighter Fake oder Nachbau, Little Dead Space Little von Dead Space, sehr cool. Genau. So, wir haben uns jetzt für ein Level entschieden, Super Little Big Planet. Ich glaube, wie man jetzt schon unschwer erkennen kann, ist es sehr stark an Mario angelehnt. Okay, Doppelsprung. Ja, Mario halt. Das ist Stomp. Ja, sehr gut. Sogar die Bewegung nachgemacht, sehr cool. Oh, Wandsprünge. Hoppa. Hä? Oh, ich bin auf den Busch gesprungen, geht auch. Ja, du bist jetzt auch dahinter auf dem Busch. Es ist halt so, das ist halt so ein 2,5D, ne? Also ihr könnt quasi auch die vordere und hintere Ebene nutzen, sieht man gerade auch. Genau, Little Big Planet war schon immer auf mehreren Ebenen. Man kann halt die ganze Zeit wechseln, indem man nach vorne drückt und dann springt und sowas. Genau.
Genau, das. Super Dash, Hold at 5, plus A. Ach, mal den. Das ist echt schon cool gemacht. Wobei es in Super Mario ja auch Gegner gab, ne? Kann ich nur sagen lassen. Soll, glaube ich, so gewesen sein. Na, guck mal, der wechselt sogar den Block. So. Oha. Ja, jetzt bin ich im Hintergrund verschwunden. Ach, man kann auch hier ins Wasser. Ja, nur. Oha, tot steht hier. Ja, jetzt weiß ich aber warum, weil ich tot bin. Das ist fliegendes Wasser, ja? Ach so, ah. Das ist ja verrückt. Ja, was die ganzen Lichtblitze hier sollen, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht gewittert. Das ist Donkey Kong, ich glaub's. Ah nein, ah! Das ist Donkey Kong. Ja, das ist jetzt 1:1 von Donkey Kong. Ich sag mal geklaut. Ah nein, das habe ich mich nicht ausgeschossen. Hab ich nicht geguckt. Das ist natürlich echt cool. Wenn man so einfach komplette Spiele nachbauen kann. Ja, ist es tatsächlich. Total verrückt. Gucken wir noch eine, oder? Lass uns noch eine. Komm, machen einfach noch eine. Eine noch gucken. Alles klar. Spiel mal. Oh, guck mal hier. Oha. Das ist jetzt Super Street. Boah. Oh, guck mal da. Bam, Junge. Da bin ich. Du bist der Rechte. Alter. So, bevor das abgeht. Ja, bumm! Bam, Junge, bam, bam, bam. Oh, Deckung. Guck, 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 guck. Wo, wo, wo? Bam, ich weiß nicht. Wow, da. Bam. Junge, putz, putz, putz. Bam, in die. Oh, ja. Oh Mann, ey. Die Leute, ne? What? Da hat er gewonnen. Wow. Das war Hadouken. Wie auch immer ich das gerade gemacht habe. Ja, das war Street Fighter, eine schnelle Runde. Das war eigentlich echt witzig. Ja, Little Big Planet 3 neu für die PS4 erschienen. Ich bin nach wie vor nicht der größte Little Big Planet Fan, aber ich kann verstehen, worum es den einen oder anderen gibt, der sich an sowas bespaßen kann. Allein die Möglichkeit eben Karten, Spielmodi und eigene Spiele komplett selber zu erstellen, ist eine geile Sache an für sich. Und der Abenteuermodus, ich glaube, das fasziniert gerade die Kinder. In der heutigen Zeit gibt es ja auch gar nicht mehr so viele Jump'n'Runs, die auch kindlich gerecht sind. Insofern im Prinzip ein gutes Spiel. Mich persönlich catcht das Ding nicht so sehr. Ja, und ich als riesiger Little Big Planet Fan der ersten Stunde bin hellauf begeistert von Teil 3. Es macht dasselbe wie Teil 1 und 2, nur halt neue Figuren, noch mehr Zeugs, was man verbauen kann, und das ist einfach großartig, finde ich. Also die Story ist ja eh, die ist halt schnell durchgespielt, ne? Aber Hauptaspekt sind halt die Community Level und die sind grandios. Da kommen so viele geile Sachen bei rum. Das ist einfach unfassbar, was man alles damit machen kann. Und ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit Let's Play für heute. Falls ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt uns wie immer eine Mail an letsplay@city-vision.de. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play!